Hallo Leute, willkommen zurück bei Far Cry 4. So, ich glaube, wir hatten schon verkauft, oder? Lass mich kurz schauen. Jo, wir haben alles schon verkauft, sehr gut. Wir brauchen allerdings langsam aber sicher eine neue Geldbörse. Und ich glaube, das könnten wir erstmal in Angriff nehmen. Da brauchten wir nämlich irgend so ein Tierchen, was sowieso auf unserem Weg gerade liegt. Naja, wir sollen nämlich jetzt zu diesem Ziel reisen und wir brauchen, meine ich, diese Baral-Dinger, um die Geldbörse. Ja, genau, siehst du wohl? Baralfell, okay. Dann machen wir dort einen kurzen Zwischenstopp, würde ich sagen, bevor wir zu dem Außenposten gehen. Und sammeln uns dann dort das Fell ein, damit wir mehr Geld haben können. Oh oh. Oh, what the actual fuck? Boah. Okay, das ist jetzt irgendwie ziemlich uncool. Ich werde hier gerade von den Schweinen übelst misshandelt. Komm schon, komm schon. Nimm doch deinen Bogen, Junge. Hä? Doch jetzt, okay. Wieso darf ich denn... Er will nicht mehr... Er will nicht mehr mit dem Bogen zielen. Hä? Frag mich nicht, was jetzt los ist. Ach, ich war wahrscheinlich in einem Safe-Gebiet. Kann das sein? Ja, lass uns hier schnell das Wildschwein häuten. Ich glaube, ich war in so einem Gebiet, wo ich keine Dingens nehmen darf, keine Waffen. Die anderen Schweine müssten doch jetzt hier aber auch noch irgendwo rumrennen. Boah, dass ich hier immer von den ganzen Tieren so angegriffen werde, ne? Ist schon eine Frechheit. Eine hodenlose Frechheit ist das. So, warte. Ja, jetzt rennt er auf einmal weg. Weißt du, eben greifen die mich an. Oh oh. Und. Was? Der überlebt einen? So, okay, den haben wir aber erwischt. Diesmal sogar ein sauberer Kill. Das bedeutet, wir bekommen die doppelte Ausbeute. Zu Recht, möchte man auch meinen. So, und mit den Wildschweinhäuten konnte ich auch etwas herstellen. Und zwar entweder den Munitionsbeutel oder hier die Spritzentasche. Ich würde erstmal sagen, Munitionsbeutel, ja, komm. So, wir haben sogar noch ein Fell. Hier war doch noch ein zweites Wildschwein. Da kommt ein Auto. Das zweite Wildschwein ist weg, oder was? Sieht so aus. Da unten sind auch Viecher. Was sind das für welche? Wollen wir mal schauen. Also, wir markieren die. Das da dürfte doch sogar ein Schweinchen sein. Ja, siehst du wohl. Okay, jetzt müssen wir nur noch irgendwie wieder aus diesem Safe-Gebiet raus. Okay, alles klar, wir haben es geschafft. Oh, da sind einige Schweine sogar. Es könnte jetzt richtig schön Felle bringen für uns. Oh Mann. Was, wie viel hält er denn aus? Oder ich habe den gar nicht getroffen. Das mag natürlich auch sein. Den habe ich auf jeden Fall nicht getroffen. Ah, Mann. Okay. Ich glaube, ich sollte mich ein bisschen besser konzentrieren beim Zielen. So, wo sind die hingerannt da vorne? Okay, die kriegen wir noch. Leute, die kriegen wir noch. Keine Sorge. Und... Ah, Mist, es ist ja echt noch ein Berg vor. Ich dachte halt, die sind einfach nur hier hinter dem Busch. Den haben wir. Den haben wir nicht. Okay, der ist abgehauen nämlich. So, wenn wir die Wildschweinhaut mitnehmen, kriegen wir aber auf jeden Fall, denke ich mal, unser Dingens zusammen. Das Sprit, die Spritzentasche. So, komm, lass uns das schnell machen. Herstellung. Spritzentasche. So, jetzt brauche ich da schon... Oh, das Wolfsfell haben wir sogar. Dann machen wir das direkt. Jetzt brauchen wir viermal das Schabrackenfell. Okay, hier brauchen wir auch das Baralfell. Okay, alles klar. Alles klar. So, dann würde ich sagen, ich versuche mal zu einem Quad da vorne zu rennen. Wie viele Bögen... Wie viele Pfeile habe ich eigentlich noch? 10, okay. Ist schon mal ein Anfang. Ist das wieder ein Wildschwein?
Jo, das ist. Nee, das sieht aus wie ein normales Schwein. Okay, ich werde das eben abknallen. Warte mal, da vorne ist übrigens noch eins. Und Feuer! Oh nein, das gibt's doch nicht. Komm schon. Oh nein. Wir haben es auf jeden Fall einmal getroffen. Die halten scheinbar ein bisschen mehr aus, diese blöden Schweine. So, warte. Ach, das gibt's doch nicht. Ey, weh, ihr tötet jetzt das Schwein mit eurem. Hey! Oh oh, oh oh. Komm schon. Okay, den haben wir. Und der andere. Ey, Leute, geht aus dem Weg! So, war das jetzt ein Wildschwein oder war das ein normales Schwein? Eine Wildschweinhaut, okay. Ey, leck du mich am Arsch. Nur weil ein paar Schweine angreifen, denkt ihr gleich, ihr seid tot. Oh Mann, eure Sorgen möchte ich mal haben. Wenn ich jedes Mal denken würde, ich wäre tot, wenn mich Schweine angreifen, dann hätte ich in dieser Folge schon zweimal das Gefühl gehabt, dass ich sterben muss. So, jetzt gehen wir aber zu diesen Bahal-Dingern da. Wildschweine brauchen wir aktuell ja nicht so dringend. Jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig wieder vorgehen. Wir haben nämlich nicht mehr. Warte mal, wie viele habe ich noch? Drei Pfeile nur noch. Das ist arg wenig. Hier liegen auch nirgends welche, ne? Nee. Ah, hätte ja sein können, dass wir noch ein bisschen Muni bekommen. So. Okay. Falls wir die Viecher sehen, markieren wir sie uns natürlich erstmal direkt. Warte mal, habe ich da gerade nicht. Ah, nee, es war nur eine Pflanze. Diese Pflanze habe ich gesehen, okay. Okay, wir gehen erstmal hier hoch. Sollte vielleicht nicht so rennen, falls die Tiere hier direkt auf der anderen Seite wieder stehen. Hatten wir auch schon ein paar Mal. Dann guckt man nämlich irgendwie blöd aus der Wäsche auf einmal. So, und in diesem Gebiet sollen die leben. Oh, schau mal, wie wäre es zum Beispiel mit denen? Hier allen. Sehr gut. Ah, fuck. Egal, warte, wir markieren den einen noch. Okay, die haben wir. Zwei Pfeile nur noch. Das ist echt wenig. Ah, wir kriegen die noch. Wir kriegen die noch, Leute. Ah, nee, ich kann noch ein bisschen weitergehen eigentlich. Boah, die sind schnell, die Viecher. Die sind echt weit weggerannt. Den haben wir aber erwischt. Wieder ein sauberer Kill gewesen. Mal schauen, ob das jetzt wirklich das Feld von den Bahal-Viechern ist hier. Samba-Haut. Mist, das sind Sambas. Sambas brauche ich überhaupt gar nicht gerade, oder? Bei der Herstellung. Ich brauche das hier. Baralfell brauche ich. Ja, ich bin jetzt auch schon im Samba-Gebiet. Shit. Aber warte mal, die anderen waren doch in dem Baha-Gebiet. Okay, dann. Scheiße, wieso werden mir die jetzt nicht mehr angezeigt? Sind die jetzt ernsthaft weg? Oh, dort ist ein Reno. Ich glaube, ein Reno wird aber nicht mit einem Pfeil tot sein, oder? Wollen wir uns mal mit dem Nashorn anlegen? Hab ein bisschen Schiss vor dem Nashorn, muss ich ja mal ehrlich sagen. Könnt mir vorstellen, dass das nicht so leicht zu erledigen ist wie die anderen Viecher. So, ein bisschen Munition bekommen, ein bisschen Geld. Ah, meine Gelddingens ist wieder voll. Ein Schutzhelm. Ich hätte mal lieber ein paar Dingens gebraucht hier, ein paar Pfeile. Hier ist übrigens. Oh, warte. Ah, das ist das Reno, stimmt. Hier ist noch eine Truhe. Da. Ein Lötkolben. Okay, alles klar. So, wollen wir es mal probieren, gegen das Reno zu kämpfen? Notfalls haben wir ja noch unsere anderen Waffen. Und zack. Oh, das haut ab. Ich hätte gedacht, das wird aggressiv eigentlich eher. Nashorn sollte sich eigentlich zu verteidigen wissen, oder?
Oh, 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 wow! Meine letzte Spritze nochmal schnell reingeballert. Oh, 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 oh. Komm schon. Wow! Wir haben noch einen Pfeil. Fuck. Dann halt mit dem Brandpfeilen. Du musst brennen, du Drecksvieh. Wow, okay, das war ein bisschen zu hardcore. Das war dann doch eine Nummer zu hardcore für uns. Oh, shit. Wo werde ich jetzt wieder respawnen? Ich hoffe, ich habe jetzt die ganzen Wildschweine schon mal erledigt. Zeig mal her bei M, Herstellung. Ja, okay, das ist immerhin da. Das haben wir immerhin behalten. Würde mir gerne nochmal hier ein paar Pfeile mitnehmen. 5 Pfeile habe ich, okay. 5 Pfeile ist jetzt aber auch nicht so viel. Ach, egal. Erreiche den Außenposten. Gut. Also, ich gehe noch einmal in dieses Bahar-Gebiet. Und wenn die da nicht sind, dann sollten wir uns vielleicht was anderes überlegen. Und ja, ich fliege einfach mal wieder mit dem Teil hier. Woohoo! Mal schauen, ob wir das diesmal ein bisschen besser hinbekommen. Oha, das war jetzt ein bisschen zu steil wahrscheinlich. So, ich muss jetzt hier gleich in Ruhe landen. Und... ja! Das war gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt. So. Ich finde es geil mit diesem Paraglider, dass es die hier gibt in dem Spiel. Jetzt sollte ich schleichen. Sind hier schon irgendwo diese Baha-Dinger? Scheinbar nicht. Ne, sieht nicht so aus. Okay. Ich dachte gerade da vorne, aber das ist ein Vogel. Zum Glück nur gewesen. Wenn ich die jetzt schon wieder aufgeschreckt hätte, dann hätte ich mich echt geärgert. So, jetzt schön langsam. Okay, hier sind die schon wieder nicht. Da unten aber schon wieder. Sind das die jetzt oder nicht? Wahrscheinlich sind das wieder keine Bahas, sondern diese Sambal. Obwohl die sehen ein bisschen anders aus diesmal, wa? Oh nein. Ah, Mann. So, warte, vielleicht kriegen wir den dann noch. Ja, okay. Doppelte Ausbeute. Der andere entkommt mir hoffentlich auch nicht. Behalte ihn auf jeden Fall im Auge. Oh, hier sind irgendwo Gegner. Samba-Haut. Yes, sauber. Dann sind das da hinten auch noch 2 Sambas. Die nehmen wir auch noch mit. Die brauchen wir. Die brauchen wir auf jeden Fall. So, wir rennen hinter denen her. Ihr könnt mir nicht entkommen, Leute. Ihr könnt mir nicht entkommen. Ist da noch das zweite? Da waren eben nämlich 2. Das habe ich gesehen. Jetzt gerade sehe ich aber nur 1. Okay, komm. Bevor das auch abhaut, geiern wir uns den einen Kill hier zumindest. So, und dann, wenn ich das jetzt erledigt habe, dann dürfte ich doch wohl die Sachen da herstellen können, oder? Halt, nee, ach, das war ja wieder ein... das ist wieder Samba, ich brauche ja Baha. Oh nein, ey, das ist doch nicht wahr. Oh, hi. Oh. Ah! Ich werde hier von allen Viechern heute angegriffen. Ey, wie viel hält denn der Kleine aus? Der hat... ey! Ist das ein Drecksvieh? Oh Mann. Warte. Wie viel? Sag mal. Das ist ein scheiß Dachs. Das Spiel will mir ja wohl verarschen, ey. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass so ein scheiß Dachs so viel aushält. Aber hey. Honigdachsfell, na immerhin. Lasst uns die Wunden schnell mal eben hier verbinden. So, jetzt sind wir wieder full. Bei Full Health. Ah, wenn wir jetzt hier schon mal sind, könnten wir ja noch einmal diese eine Truhe da ausbeuten, die ja noch drin ist. Alter Vater, ey, da haben wir aber heute richtig kassiert, das muss man schon sagen. Hab mich hier von der Fauna ziemlich vorführen lassen. So. Okay. Dann lass uns hier rausgehen und dann lass uns jetzt zum Außenposten gehen. Jetzt habe ich die ganze Folge damit verbracht, mich hier von irgendwelchen... da ist wieder so ein Samba-Fisch.
Egal, die greife ich jetzt nicht an. Erstens mal habe ich sowieso keinen Schuss mehr für den Bogen. Oh, jetzt sind da die Kleinviecher wieder. Ich möchte bitte den normalen Pfeil. Einen habe ich nur noch, okay. Vielleicht kriege ich ja einen Tab hier damit. Okay, sehr schön. Jetzt habe ich doch noch einen Pfeil. Okay, einen Pfeil habe ich offensichtlich noch. Das eine Viech da vorne rennt aber leider weg. Tab hier brauchte ich auch irgendwo für. Ich bin mir gerade nicht mehr genau sicher, wofür, aber... Schabrackentapirfell. Kann nichts herstellen damit gerade, okay. Da ist ein Affe. Brauchen wir die Affen irgendwo für? Keine Ahnung. Falls ja, holen wir uns den einfach mal. Oh, daneben wieder. Also mein Aiming mit dem Bogen ist noch... Oh, ist noch ein bisschen verbesserungswürdig. Naja, die rennen ja wie die aufgeschreckten Hühner. Die kriege ich nicht. Oh, hier vorne ist übrigens wieder ein Karma-Auftrag. Nee, ich werde dich umbringen, mein lieber Freund. So, wir haben sie besiegt. Sehr gut, Karma-Ereignis abgeschlossen. Wo ist die Leiche von dem Typen hin? Ah, hier. Würde ich gerne natürlich nochmal durchsuchen, um zu schauen. Schützenhilfe, Marke, sehr gut, den können wir verkaufen. Ja, was denn? Danke, sagt er. Okay, Munition für die Handwaffe haben wir bekommen. So, was hat er hier noch? Oh, wir haben sehr schön. Wir haben noch Erfahrungspunkte dafür bekommen. So muss es sein. Und da vorne sollen wir hin. Da vorne sollen wir hin. Habe ich jetzt noch Pfeile? Ja, einen Pfeil haben wir noch, Leute. Den sollten wir dann wohl oder übel mit Bedacht wählen. Aber ja, wir haben jetzt hier vorne den Außenposten. Ich weiß gerade gar nicht, warte mal, wir können auf der Map schauen, wie weit das weg ist. Na, okay, nicht mehr so weit. Und dann können wir hier die nächste Mission beginnen. Welches Viech schreit hier schon wieder so? So, wir sind auf jeden Fall jetzt hier in dem Gebiet. Außenposten. Du erkennst feindliche Außenposten leicht an den weithin sichtbaren schwarzen Rauchsäulen in der Spielwelt. Befreist du einen Außenposten, ohne Alarm auszulösen oder entdeckt zu werden, erhältst du einen zusätzlichen Erfahrungsbonus. Jeder befreite Außenposten schaltet einen neuen Unterschlupf und neue Aufgaben frei. Okay, sehr gut. Leute, dann würde ich sagen, mache ich hier an dieser Stelle erstmal einen Cut für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war so eine kleine Jagdfolge. Und beim nächsten Mal werden wir dann hoffentlich diesen Außenposten hier befreien. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Und bis dahin, macht euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.